ganz recht herzlich begrüßen heute zum Webinar um 18 Uhr am Mittwoch, Thema Ernährung. Heutiges Thema Kalorien, alles rund darum. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe euch heute wieder zwei Experten mitgebracht. Oben links, wir fangen mit der Schönheit an, das ist der Thomas Kani, ist Stützpunktleiter von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement hier in Frankfurt, absolute Trainingskoryphäe. Und zu unserer Rechten, Hendrik hat ihn an seinem Anschreiben The Boy genannt, Tim Suchland, unser Mastertrainer, Trainingskoordinator und vor allen Dingen auch gerade alles rund ums Thema Ernährung, absoluter Fachmann hier bei Primetime Fitness. Seid gespannt, was die beiden euch gleich heute wieder zu berichten haben. Ich würde gerne mit euch einmal die Agenda durchgehen, was euch heute in der Form erwartet. Und zwar zum einen erwartet euch gleich ein 15-Minuten-Fachvortrag von dem Thomas und dem Tim zum Thema Kalorien. Ganz einfach, was sind denn überhaupt Kalorien? Dann vielleicht habt ihr schon mal gehört, leere Kalorien. Was ist denn das eigentlich? Und auch ganz klar, das haben wir mitgenommen aus den vergangenen Wochen, welche Alltagstipps können wir euch mitgeben, die euch da einfach helfen. Wenn wir dann fertig sind mit den 15 Minuten, ist ja ein bisschen anders zu unserem generellen Webinar, was wir Mittwoch haben, geht es wirklich darum, dass ihr uns eure Fragen stellt. Ja, also wirklich, wir nehmen uns da 45 Minuten Zeit für ein sogenanntes Q&A, Question and Answer auf Englisch. Und ihr habt da zwei Möglichkeiten, wie ihr mit mir als technischen Moderator da in Kontakt kommen könnt und da natürlich auch den Thomas und den Tim das Ganze fragen könnt. Zum einen, ihr habt rechts unten beim Chatfenster einmal eine Hand. Und wenn ihr da draufklickt und euch meldet, dann heißt das für mich, ihr habt Bock, mit uns live zu sprechen. Dann schalte ich euch das Mikrofon an und ihr könnt direkt eure Frage live stellen. Wer das nicht möchte und sagt, hey, ich will aber dennoch meine Frage beantwortet haben, gar kein Problem, nutzt das Chatfenster ganz bequem. Und da, wo der Thomas auch gerade schon das Hallo reinschreibt, schreibt euch da die Frage mit dazu. Ich werde sie dann ganz einfach nach den ersten 15 Minuten von oben der Reihe nach unten gehen. Und wir werden die ganz sachlich und vor allen Dingen auch in aller Ruhe und wir lassen keine Frage auf jeden Fall offen heute beantworten. Und jetzt wünsche ich euch dann ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Tim und mit dem Thomas. Und ich bin, wann immer sein muss, für euch der Mann, wenn es um die Fragen geht. Ganz viel Spaß euch. Ja, auch von mir herzlich willkommen zum Webinar im Bereich Kalorien, wo wir heute drüber sprechen, also sehr interessant natürlich. Kalorien begegnen uns ja im Alltag, in den Medien, in der Ernährung, im Sport, überall und sind allgegenwärtig. Und deswegen finde ich das Thema heute wirklich sehr, sehr interessant, gerade im Aufbau zu unseren letzten drei Webinaren, die ja um die Makronährstoffe gingen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und erklären erstmal kurz, was Kalorien im Allgemeinen sind. Also die Kalorien sind erstmal eine Einheit für Energien oder eine Maßeinheit für Energie. Damit man als Beispiel 1 Liter Wasser zum Kochen bringen kann, braucht man 1 Kilokalorie. Das sind 1000 Kalorien. Und so wird unsere Ernährung, unsere Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, werden auch so gemessen, in Kalorien angegeben. Und genauso auch unsere Makronährstoffe allgemein, also das Eiweiß bzw. Protein, Fett und die Kohlenhydrate. Es gibt Formeln, nach denen man dann wiederum zwei unterschiedliche Kalorienwerte bemessen kann. Und einmal ist es der Grundumsatz, das heißt, was setze ich als Person um, ohne dass ich mich bewege, ohne dass ich irgendeine Aktivität mache, sondern nur auf meinem Bett liege. Das wäre mein Grundumsatz. Und dann gibt es noch den Leistungsumsatz. Der bezieht natürlich das gesamte alltägliche Leben mit ein, Sport, natürlich auch unter anderem Stress und der Schlafmangel oder halt auch allgemein die Schlaflänge. Da wird alles mit einbezogen. Bei den Frauen ist es immer so, dass beim Grundumsatz etwas weniger anfällt als bei den Männern. Also grundsätzlich, natürlich hängt das auch immer von der Körperkomposition ab und davon, wie die jeweilige Person gebaut ist. Aber wenn wir jetzt
eine Frau und einen Mann gegenüberstellen, die die gleiche Körperkomposition, also die gleiche Körpergröße haben und dieselbe Gewicht haben, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Mann etwas mehr Kalorien verbrennt als die Frau. Das liegt auch unter anderem natürlich daran, dass Männer grundsätzlich von Natur aus einen höheren Muskelanteil besitzen und dementsprechend der Muskel verbrennt natürlich auch Kalorien, also etwas mehr Kalorien verbrennt. Grundsätzlich gilt natürlich auch, dass Kinder recht viel Kalorien verbrauchen, ganz einfach dadurch, dass sie ja noch im Wachstum sind und dementsprechend viel Energie benötigen, während ältere Menschen oder wir allgemein, wenn wir älter werden, auch wieder etwas weniger Kalorien verbrauchen. Der Muskelanteil, der nimmt auch ab, der Stoffwechsel verlangsamt sich. Das heißt, insgesamt verbrauchen wir etwas weniger Kalorien. Ja, um nochmal zurückzukommen auf den also auf den Grundumsatz. Der Grundumsatz, den kann man durch eine Harris-Benedict-Formel erklären. Die können wir auch nochmal gerne erklären, wenn ihr das möchtet. Und der Leistungsumsatz, den kann man dann quasi on top durch verschiedene PAL-Werte, so nennt sich das, bestimmen. Diese PAL-Werte, das sind Werte, die quasi bestimmte Tätigkeiten von euch einen Wert zuordnen. Beispielsweise Schlafen ist ein recht niedriger PAL-Wert, man verbraucht da recht wenig Kalorien, deswegen setzt sich dieser Wert mit 1,2 zusammen. Und während man, wenn man jetzt körperlich aktiv ist, zum Beispiel Lehrer, Student, Schüler oder sich allgemein viel bewegt, dann kann man schon einen PAL-Wert zwischen 1,6 und 1,7 anwenden. Wenn man ganz viel sich bewegt, kellnert, Verkäufer irgendwie ist, ganz viel auf den Beinen, also laufen muss, viel unterwegs ist, Handwerker zum Beispiel auch, dann kann man schon 1,8 bis 1,9 ansetzen. Und klar, Leistungssportler können natürlich auch durchaus einen PAL-Wert von 2,0 bis noch höher ansetzen. Ja, dann geht es weiter. Die Kalorien, die wir verbrauchen im Leistungsumsatz, die müssen wir natürlich auch irgendwie wieder reinbekommen. Und das bekommen wir durch die Makronährstoffe. Ein Gramm Fett zum Beispiel hat 9 Kalorien und ein Gramm Proteine und ein Gramm Kohlenhydrate haben jeweils ungefähr 4 Kalorien. Alkohol hat 7 Kalorien ungefähr. So, und das bedeutet, wir nehmen dann natürlich wir müssen Kalorien zu uns nehmen, damit wir die Energie auch wieder bereitstellen können. Allerdings, und da kommen wir gleich zu einem Thema, was wir später noch mit euch diskutieren und erläutern werden, ist natürlich nicht eine Kalorie gleich eine Kalorie, weil wir natürlich, also allein schon von der Qualität für unseren Körper oder für das, was unser Körper damit anfangen kann, wir sehr unterschiedliche Kalorienquellen haben und auch sehr unterschiedlich wertige Kalorienquellen. Genau, was kann man natürlich tun, oder gehen wir erstmal zu Thomas, der vielleicht mal erklärt, was diese leeren Kalorien sind, weil es passt gerade ganz gut ins Thema und dann können wir euch natürlich noch ein paar Tipps geben, wie ihr euren Kalorienumsatz oder euer Kalorienverbrauch noch etwas steigern könnt im Alltag. So, auch ein Hallo von mir und herzlich willkommen zu unserem Webinar hier. Also zuerst einmal, was sind leere Kalorien? Man muss da zwei Begriffe noch dazu nehmen. Der eine Begriff, der heißt Energiedichte und der andere Begriff, der heißt Nährstoffdichte. Die Nährstoffe, dazu gehören unter anderem auch alle möglichen Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, also Farbstoffe, Geschmacksstoffe zum Beispiel. Die haben ganz wichtige Funktionen, weil wenn wir die Kalorien in unserem Körper verbrennen wollen, brauchen wir Hilfsmittel dazu. Und diese Hilfsmittel, die uns helfen, diese Kalorien zu verbrennen, die nennt man Enzyme. Und diese Enzyme wiederum, die bestehen aus Vitaminen und zum Beispiel Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir nehmen mal einen Haushaltszucker, einen weißen Haushaltszucker, die Saccharose. Die wurde gereinigt, da wurden alle Mineralstoffe entfernt, da wurden alle Vitamine entfernt und dann haben wir so einen schönen, weißen, kristallartigen Zucker. Wenn man jetzt den Rohrohrzucker nehmen würde, wo noch die Farbstoffe und auch noch Vitamine mit enthalten sind, dann hätte das den einen Vorteil, dass die Vitamine, die der Körper braucht, um diese Nährstoffe zu verwerten, dass die eigentlich mit der Pflanze automatisch mitwachsen. Und so ist das eigentlich bei allen möglichen
Pflanzen, die wir essen, oder auch beim Fleisch, dass also bei Eiweiß, je natürlicher das ist, umso mehr Nährstoffe führen wir mit der Nahrung zu. Der Trick ist jetzt, dass man versucht, die Nährstoffe so zu kombinieren, dass man nicht eine hohe Energiedichte, sondern eine hohe Nährstoffdichte hat. Das heißt also, ich kann 1000 Kalorien essen und habe eine hohe Energiedichte, das sind dann vielleicht 100 Gramm. Zum Beispiel, wenn ich wenn ich 100 Gramm Butter esse, dann habe ich 930 Kalorien. Und ich habe dann ganz viele, eine ganz hohe Energiedichte, aber die Nährstoffdichte ist dann sehr gering. Wenn man jetzt abnehmen möchte oder Gewicht reduzieren möchte, dann wäre es sinnvoll, dass man eine hohe Nährstoffdichte hat und eine niedrige Energiedichte. Und das kann man dann natürlich mit anderen Lebensmitteln gut kombinieren. Das mal so vorweg zu dem Thema leere Kohlenhydrate. Tim, willst du weitermachen? Ja, genau. Es war schon wirklich sehr interessant. Und ich finde, das ganze Thema ist natürlich auch super interessant, was die Kalorien angeht. Ich habe zum Beispiel auch mal so eine, also es gibt ja immer Rechnungen, die dann auch aufgestellt werden. Und wie viel Energie zum Beispiel benötige ich, um halt 1 Kilo Fett zu verbrennen? Ja. Und da ist es zum Beispiel so, wir haben jetzt gesagt, dass 1 Kilo Fett ja 9,3 Kilokalorien haben. Das heißt, um 1 Gramm Fett, das heißt, um 1 Kilogramm Fett zu verbrennen müsste, oder zu entsorgen, müsste man ja theoretisch 9300 Kalorien quasi verbrennen. Nun ist es aber so, dass unser Körper ja diese ganzen Kalorien gar nicht aufnehmen kann, die wir ihm zuführen, beziehungsweise die verbrennt er natürlich auch schon zum Teil wieder durch Verdauung. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir 1 Kilo Fett verbrennen wollen, noch 7000 Kalorien ungefähr benötigen von diesen 9300 Kalorien, weil bei der Verdauung natürlich ein gewisser Teil der Kalorien auch schon mit weggefallen ist. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und davon wird momentan in vielen Medien auch häufig gesprochen, es gäbe so etwas wie jetzt negative Kalorien. Das heißt, wir würden etwas essen und das verbraucht so viel Energie, was wir da essen, also in der Verdauung oder überhaupt in der Verwertung, dass wir quasi mit einem Minus an Kalorien rausgehen und abnehmen, wenn wir davon was essen würden. Prinzipiell ist das erstmal bei zu 99,9% Unfug. Ja, also das ist Quatsch. Thomas hat gerade ein sehr gutes Beispiel gebracht, als wir hier noch untereinander gesprochen haben. Da wart ihr noch nicht dabei. Und da hat er gesagt, wenn es danach ginge, dann würde man ja 3 Kugeln Eis zum Beispiel essen. Eis ist ja sehr kalt. Das muss natürlich hochtemperiert werden auf unsere Körpertemperatur. Und dadurch verbrauchen wir ja auch Energie. Aber das ist natürlich längst nicht, um Längen nicht das, was wir verbrauchen und beziehungsweise was wir im Gegensatz zu dem, was wir zuführen. Ja, wir führen natürlich viel mehr Kalorien mit dem Eis zu, als wir durch den Prozess der Verdauung oder des Aufwärmens sozusagen verbrauchen. Wenn wir Wasser trinken, ist das sicherlich so, dass wir dadurch, dass der Körper das Wasser irgendwie ja in seinem Körper verarbeiten muss und wir führen ja keine Kalorien zu, aber dieser Effekt, der ist halt ganz, ganz, ganz gering. Von daher gibt es keine Diät, bei der man irgendwelche Lebensmittel zuführen kann mit angeblich negativen Kalorien und dann dadurch abnimmt. Wodurch man abnimmt, de facto, ist ein Kaloriendefizit. Das heißt, man nimmt weniger tatsächlich auf, als man dann real verbrennt. So was, so ein kleines Update zu den Mythen vielleicht noch. Ja, da kann ich jetzt noch mal was zu sagen. Und zwar, wenn es um das Thema Abnehmen geht, unser Körper ist ja voll mit Rezeptoren. Das heißt also, alles, was wir tun, kriegen wir irgendwie gemeldet. Ne? Wenn wir auf eine heiße Ofenplatte greifen, dann spüren wir auch, dass es heiß. Das heißt, wir haben an unserer Hand Thermorezeptoren, die uns dann sagen, das ist jetzt eine sehr warme Temperatur und unsere Erfahrung in der Kindheit. Und
der Schrei der Mutter, wenn man nach der heißen Ofenplatte gegriffen hat, der hat uns gelehrt, oh ja, das ist gefährlich, das müssen wir lassen. Und so ist der ganze Körper gepolt. Und dann haben wir im Magen haben wir zwei Arten von Rezeptoren, die sehr interessant sind. Das eine sind sogenannte Mechanorezeptoren, die messen ein Gewicht sozusagen. Und dann haben wir so Chemorezeptoren, die messen den Inhalt der Nahrung, die wir zuführen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel, da wurden klinische Untersuchungen gemacht und da hat man festgestellt, egal was die Menschen essen, bei einer Hauptmahlzeit essen sie im Schnitt ungefähr 500 Gramm. Das heißt also, wenn ich jetzt 500 Gramm Wasser trinke, dann habe ich meine Mechanorezeptoren, die sagen dann, toll, der Magen ist voll. Das heißt, es wird eine Sättigung ausgelöst im Gehirn. Aber die Chemorezeptoren, die sagen, ja, aber da ist ja nichts drin, das ist nur Wasser. Das heißt also, ich würde dann nur eine ganz kurze Sättigung erfahren. Das Wasser wird auch relativ schnell wieder durch den Magen in den Dünndarm abtransportiert werden und somit wäre der Magen wieder leer und das Spiel würde wieder von vorne losgehen. Wir hätten wieder Hunger. Jetzt ist der Trick, dass man versucht, das Wasser zu binden. Das heißt also, ich muss versuchen, das Wasser irgendwie zu binden und das ist hochkomplex, nämlich man isst einfach Gemüse zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine Gurke esse oder wenn ich jetzt mal nicht die Kartoffel nehme, sondern ein stärkearmes Gemüse nehme, ein Brokkoli oder ein Blumenkohl oder Rosenkohl oder das kann auch Zucchini sein oder Pilze, da habe ich ganz wenig Kalorien, habe aber ein relativ hohes Volumen, sodass meine Mechanorezeptoren sagen, hier ist eine Sättigung erlangt. Und die Chemorezeptoren, die sagen, oh, das sind aber ganz viele Nährstoffe. Und diese Nährstoffe, die sorgen dann dafür, dass die Chemorezeptoren sagen, das ist nicht nur gutes Volumen, sondern das ist auch sehr gut qualitativ. Und jetzt kann ich durch Tricks versuchen, die Verweildauer im Magen zu verlängern. Das heißt, wenn ich jetzt Gemüse mit Fleisch kombiniere oder mit Eiweiß oder Gemüse mit Fisch kombiniere oder vielleicht Gemüse oder Salat mit einem Esslöffel Öl kombiniere, dann verlängert sich somit die Verweildauer im Magen. Gemüse hat auch viele Ballaststoffe und diese Ballaststoffe, die führen auch noch zu einer längeren Verweildauer und somit bin ich länger satt. Das ist ein Vorteil, den man davon hat. Der zweite Vorteil ist, wenn ich gemüsehaltige Sachen esse, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt im Blut und wenn der nicht so stark ansteigt, wird wenig Insulin ausgeschüttet. Und Insulin, das wissen wir schon von den vorherigen Stunden, ist ja das Masthormon, das aufbauende Hormon. Und wenn wir viel Insulin ausschütten, dann klopft dieses Insulin an die Zellen und sagt, hey Leute, ich habe ganz viel Energie, holt euch mal was ab. Und so wird also in dem Moment geht der Blutzuckerspiegel geht hoch, es wird viel Insulin ausgeschüttet, in dem Moment fällt der Blutzuckerspiegel ab und dann kommt schon wieder das Hungergefühl. Und wenn man ein gutes Insulinmanagement hat, dann kann man viel länger satt sein und hat kein Hungergefühl und dann wieder am Ende vom Tag weniger Kalorien gegessen. Danke, Thomas. Danke, Tim. Ich denke, war wieder sehr, sehr hilfreiches und wertvolles Gedankengut zum Thema Kalorien mit dabei. Und so schnell kann eine Viertelstunde schon rum sein, wenn man euch zuhört. Das ist nämlich sehr, sehr kurzweilig. Bringt uns zum Thema, dass jetzt 45 Minuten Zeit bleibt, eure Fragen direkt zu stellen, hier und jetzt. Und hier nochmal ganz kurz die Information, entweder wie es die Mariam aktuell macht und die Angelika, die schon fleißig reintippen. Man hört Michael nicht mehr. Okay. Hört ihr mich, Thomas? Okay. Dann komme ich gleich mal noch dazu. Kleinen Moment, ich gehe mal. Geht das anderen auch so? Vielleicht einfach nur ganz kurz. Okay, Klaus hört mich. Das ist gut. Danke. Mariam, dann würde ich dich bitten, einmal vielleicht noch mal kurz raus und reinzugehen. Dann liegt es Gott sei Dank nicht an unserer Leitung. Noch mal ganz kurz zurück. Geht wieder jetzt die Frage an euch. Gerne die Hand heben über das Symbol unten oder ganz bequem hier entsprechend eure Fragen reinstellen. Und hier kommt auch die erste. Wie erreiche ich meinen individuellen täglichen Kalorienbedarf, Thomas?
So, da gibt es, wie gesagt, wie der Tim schon schön erklärt hat, verschiedene Formeln. Wir nehmen jetzt mal eine ganz einfache Formel. Das ist die sogenannte Faustformel. Mit der können wir jetzt hier ohne großen Taschenrechner schon sehr gut arbeiten. Angelika, dass eine Frau braucht ja, wie der Tim gesagt hat, ein bisschen weniger Kalorien als ein Mann. Und dann nimmt man in der Faustformel 0,9 Kalorien mal dein Körpergewicht, das Ganze mal 24. Dann hast du deinen Grundumsatz. Grundumsatz heißt, du machst nichts. Du bist einfach nur wach und liegst in einem Raum 12 Stunden nach der Nahrungsaufnahme. Jetzt wäre natürlich interessant, was du beruflich machst. Nehmen wir jetzt mal den Durchschnitt. Der Durchschnittsberuftätige, der hat, wenn er jetzt körperlich Büroangestellte perfekt, ist das mal 1,4. Das heißt also, du nimmst den Grundumsatz mal 1,4. Das ist der Schnitt, den du dann hast, und dann kriegst du deine Gesamtkalorien. Und jetzt kann man noch sagen, durch deine sportliche Tätigkeit, die du machst, könnte man jetzt pro Stunde Sport 0,1 dazu addieren. Das ist aber dann in einer etwas längeren Formel drin. Ich würde mal 0,5 pro Stunde Sport, die du machst, an diesem Wert nochmal dazu, also zu den 4 dazu addieren, dann hast du halt 4,45 und das multiplizierst du dann mit deinem Grundumsatz und dann kriegst du einen Wert. Und dieser Wert, das wäre dann der theoretische Grundumsatz. Jetzt gibt es einen kleinen Trick. Man misst mal die Kalorien. Ja, genau, 1,45. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Man nimmt einfach mal die Kalorien, die man über den Tag isst, und schaut dann mal, wie groß ist die Differenz zwischen dem, was du isst, und wie viel ist das, was theoretisch errechnet wurde. Und wenn du jetzt am Abnehmen bist und auch schon erfolgreich abnimmst, dann liegt irgendwo zwischen deinem gegessenen Wert und deinem errechneten Wert, in der Mitte liegt dann dein Umsatz, den du täglich brauchst. Und zum Abnehmen wäre es dann sinnvoll, dass du nochmal 500 Kalorien abziehst, sodass du in ein kalorisches Defizit reinkommst. Das sollte aber, wenn wir auf die Nährstoffdichte übergehen, sollten das nicht unter 1200 bis 1500 Kalorien sein. Kannst du damit was anfangen? Angelika tippt gerade noch. Während Angelika tippt, Thomas, wir hatten vielleicht an Tim dich die Frage, wir hatten ja über das Thema gesprochen, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Und jetzt hatten wir im Vorfeld an das Webinar ja folgenden Instagram-Post gemacht. Auf der einen Seite sehen wir Nüsse, auf der anderen Seite sehen wir Schokolade, jeweils 100 Gramm. 100 Gramm beispielsweise Erdnüsse erhalten 567 Kilokalorien, 100 Gramm Vollmilchschokolade erhalten nur 535 Kilokalorien. Vielleicht könnt ihr dem Ganzen nochmal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wo ich mich da jetzt entsprechend wie verhalten sollte, Tim. Ja, genau, der Thomas hat es ja schon sehr ausführlich erklärt. Also die Nährstoffdichte und die Energiedichte sind halt, es sind halt große Unterschiede. Wir haben halt einmal bei den Nüssen ja viel mehr Nährstoffe und auch viel mehr Ballaststoffe als in der Schokolade. Zudem kommt noch dazu, dass in der Schokolade natürlich viel mehr einfacher Zucker enthalten ist. Dementsprechend der Insulinspiegel wesentlich steiler ansteigt bei dem Verzehr von Schokolade als von Nüssen. Und auch die Zusammensetzung der Schokolade, also von den Makronährstoffen, ist eine ganz andere als von Nüssen. Also Nüsse enthält ja andere Fette, enthält mehr Eiweiß, weniger Kohlenhydrate als jetzt die Schokolade. Und das alles hat natürlich Auswirkungen darauf, wie im Körper die Nüsse oder die Schokolade halt verwertet und verarbeitet werden. Und also letztendlich ist es so, dass man ganz grob natürlich schon sagen kann, wenn ich jetzt roundabout 2000 Kalorien esse, egal aus was die bestehen, dann habe ich ungefähr ja diese Kalorienmenge auch aufgenommen. Ja, also das ist ja nun mal so ungefähr. Ja, nur für den Fettabbau oder Fettaufbau oder Muskelab- und Aufbau ist es ganz entscheidend, aus was diese Kalorien halt bestehen.
Und da kommt es jetzt auf das Ziel an. Also was möchte man halt erreichen? Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Man muss das halt immer sehr individuell betrachten. Zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen der Schokolade und den Nüssen und ich würde jetzt mein Ziel nehmen, mein Ziel ist ja der Muskelaufbau, und ich würde die gleiche Kalorienmenge jeweils essen, also jeweils sagen wir mal 200 Kalorien durch Nüsse oder durch Schokolade, würde ich mich natürlich für die Nüsse entscheiden, weil da natürlich viel mehr bessere Aminosäuren für mich drin sind, also mehr Eiweiß, weil sie mich, weil sie mir auch Energie geben, nachhaltig, die Nüsse. Und bei der Schokolade wäre es eher so, dass ich vielleicht ganz kurz meinen Insulinspiegel sehr hoch wäre, also kurzfristig vielleicht etwas mehr Energie hätte, leider gar kein oder sehr, sehr wenig Eiweiß und sehr, sehr viel einfacher Zucker. Ja, das heißt, das wäre für das Muskel, für Muskelaufbau negativ. Jetzt gucken wir uns Fettabbau an. Thomas hatte schon mal erklärt bei dem Kohlenhydrat-Webinar, dass wenn der Insulinspiegel stark ansteigt, die Fettverbrennung quasi hinten angestellt wird. Ja, Fettverbrennung ist dann nicht mehr aktiv. Das bedeutet natürlich, ich esse jetzt also Schokolade und kann in dem Moment ja auch die Kalorien, die Fettverbrennung nicht ankurbeln durch Schokolade essen. Sie nimmt da sogar ab. Ja. Deswegen wären auch da die Nüsse sinnvoller, zumal die Nüsse mich länger satt machen durch mehr Ballaststoffe und ich nicht wieder so schnell Hunger habe. Bei Schokolade fällt der Insulinspiegel und ich kriege Heißhungerattacken. Also da ist es sehr, sehr, da kann man sehr gut dran sehen, wo die Unterschiede bestehen bei der Kalorienaufnahme. Ich kann das vom Tim nochmal ergänzen. Und zwar ist es so, Nüsse an sich sind Nährstoffpakete, Nährstoffbomben und sind extrem wichtig und auch extrem gesund. Es gibt Studien, dass man zum Beispiel, wenn man jeden Tag eine Handvoll Nüsse, also Handvoll Nüsse sind 30 Gramm, nicht so eine Handvoll, sondern wie gesagt, in einer Hand so leicht gehäuft. Wenn man jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst, ich rede jetzt von Nüssen, nicht von Erdnüssen gesalzenen oder jetzt in der Weihnachtszeit, wie heißen diese Mandeln, gebrannte Mandeln oder so, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich Nüsse, also Haselnuss, Walnuss, Mandeln kann man auch noch essen, aber nicht gebrannt oder gesalzen, wenn es geht, ungeschwefelt, dann kann ich damit das Herzinfarktrisiko um bis zu 40% verringern, weil da sehr viele nützliche Stoffe drin sind. Dazu kommt noch, wenn jetzt auf einer Packung Nüsse steht, zum Beispiel, wir nehmen jetzt die Walnüsse. Walnüsse haben so 560 Kalorien auf 100 Gramm. Davon nehmen wir ungefähr 70% der Kalorien nur zu uns. Das heißt also, diese Kalorienmenge, die wir da essen, die wird nicht 1:1 von unserem Körper verwertet, sondern nur zu 70%. Und in der Walnuss, das hat der Tim noch gar nicht so explizit angesprochen, die Walnuss sieht ja aus wie ein Gehirn. Und letzte Folge hatten wir über Fette gesprochen und da sind sehr viele Fette drin, vor allem Omega-3-Fettsäuren, die DHA, die Docosahexaensäure ausgesprochen, die ist ganz wichtig, die ist ein Bestandteil von unserem Gehirn, deswegen auch die Form der Nuss, der Walnuss, sieht aus wie ein Gehirn, kann man sich das gut merken, diese Brücke, die sind also sehr wertvoll. Wichtig ist nur, die Nüsse müssen frisch sein, frisch wäre natürlich am allerbesten und wenn man Nüsse kauft, dann muss man schauen, dass die vielleicht aus irgendwelchen biologischen Anbaugebieten kommen und schaut, dass die Nüsse gut getrocknet wurden. Manchmal kriegt man günstig Nüsse zu kaufen, die sind schlecht getrocknet und dann ist ein sehr hoher Schimmelpilzanteil, den man von außen nicht sieht und dieser Schimmelpilzanteil ist sehr toxisch. Deswegen, wenn ihr wollt die Nuss ein bisschen schmackhafter machen, eine Walnuss, dann könnt ihr die über Nacht in Wasser einlegen, einfach in eine Schale Wasser reinmachen, die Nüsse reinlegen, in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen ist das so ein bisschen bräunlich, das Wasser. Das schüttet man dann ab, wäscht die Nüsse nochmal ab. Und dann kann man sogar diese braune Haut, die kann man ganz leicht abziehen und dann hast du einen ganz tollen, frischen Nussgeschmack. Danke, Thomas. Es kamen ein paar Fragen rein. Zum einen hat die Kirsten gefragt, welche Kalorientracker wir denn empfehlen können. Da hat der Tim schon mal seinen persönlichen Favorit in den Text hier Chat mit reingeschrieben. Es gibt natürlich darüber hinaus noch ganz viele andere Anbieter, die das auch sehr, sehr gut machen. Ich weiß, dass wir auch
das Angebot, was der Tim jetzt da schon reingeschrieben hat, auch für unsere Prime Buddy Kampagne empfehlen, weil es auch zur Auswertung her nachher sehr gut passt, also kann ich unterschreiben. Das ist auf jeden Fall super. Die Elena hat den ganz, ganz spannenden Text, Tim, du hattest ja auch schon kurz nochmal danach gefragt. Und zwar zum einen nimmt sie seit einem Jahr weniger Kalorien zu sich und konnte schon sehr, sehr gut abnehmen. Jetzt ist aber so ein klassisches Phänomen, es stockt derzeit ein paar Monaten. Das Gewicht bleibt stabil. Was ist jetzt zu tun? Muss weiter Kalorien quasi reduziert werden, um abnehmen zu können? Und wenn ja, wie viele? Also was ist jetzt zu tun an dieser Stelle? Vielleicht erst dann Tim und der Thomas dann auch nochmal ergänzend. Ja, also das, also ich habe auch schon viele Ernährungsberatungen oder Ernährungsgespräche geführt und da war es oft bei den Frauen der Fall, dass die halt immer weiter, also immer weniger gegessen haben, weniger und weniger und weniger, um halt immer weiter abzunehmen. Das Problem daran ist natürlich, dass man irgendwann an einen Kalorienbereich kommt, wo der Körper oder wo man nicht mehr weniger Kalorien essen sollte, weil, wie der Thomas schon gesagt hat, einfach sehr, sehr wichtige Funktionen dann nicht mehr, ja, oder das Immunsystem auch nicht mehr richtig funktionieren kann und die Kalorien einfach viel zu wenig sind, um seinen Alltag vernünftig bestreiten zu können. Erstmal ist es ja so, der Körper, der passt sich unglaublich gut an Umstände, an Lebensumstände an. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass unser Körper ja nicht weiß, dass wir ziemlich in der westlichen Welt leben, wo wir immer Zugang zu Essen haben und nicht hungern müssen, sondern der Körper kriegt jetzt erstmal nur sehr wenig Kalorien, also weniger, als er dann tatsächlich auch verbrennt, bedeutet das für den Körper, okay, da stimmt irgendwas nicht, ja, also ich kriege halt echt wenig Kalorien hier. Ich muss irgendwie irgendwas tun, um mit dieser Menge an Kalorien jetzt klarzukommen. Ja, ich muss damit zurechtkommen, weil anscheinend ist das keine kurze Phase, sondern ist eine Dauerphase. Ja, wenn eine Frau zum Beispiel als Frau zum Beispiel jetzt ein Jahr eine Diät macht, dann ist das ja eine sehr, sehr, sehr lange Phase, in der unterkalorisch gegessen wird. Und das heißt, der Körper passt sich dann an. Das Erste, was der Körper dann natürlich macht, ist ganz große überschüssige Fettreserven abzubauen. Okay, dann geht es weiter und der Körper überlegt sich, Mensch, was verbraucht denn in wirklich viel Energie in meinem Körper? Was kann ich vielleicht noch abstoßen, um weniger Kalorien zu verbrauchen? Und dann geht es ganz schnell an die Muskelmasse. Ja, die Muskelmasse verbrennt unglaublich viel Energie. Und alle Muskelmasse, die dann wirklich nicht regelmäßig genutzt wird und dementsprechend auch versorgt wird mit Aminosäuren, wird dann mitverbrannt. Das heißt, was ich ganz oft gesehen habe, ist, dass die Körperanalysen, also die In-Body-Analysen, nach sehr langen und sehr einseitigen Diäten, wo auch nicht auf die Proteine geachtet wurde, dass die Körperanalysen da sehr viel schlechter waren, der Muskelanteil niedriger war. Das Gewicht natürlich auch, der Fettanteil war oftmals gar nicht so viel niedriger. Ja. Also das ist erstmal ein großes Problem. Um zur Lösung zu kommen, also man sollte nicht viel weniger essen als eine bestimmte Mindestkalorienmenge, die der Thomas schon genannt hat. Das ist wirklich das absolute Minimum und das sollte man auch nicht lange machen, das heißt nicht über Monate hinweg. Das kann man mal für eine kurze Zeit, kann man sich mal so unterkalorisch ernähren, aber dann nicht mehr. Um die Kalorien trotzdem zu verbrennen, empfehlen sich natürlich erstens sportliche Betätigung und Sport steigern, mehr Sport machen oder was auch sehr gut funktioniert, ist, dass man eine Zeit mal wieder etwas mehr Kalorien zuführt. Natürlich auch in einer hohen Nährstoffdichte, nicht so sehr in der Energiedichte. Und den Stoffwechsel, der sich jetzt eingependelt hat auf, ich sage jetzt mal, auf seine Kalorienzufuhr, dass du den wieder etwas anregst, um wieder mehr Kalorien, dass der Körper wieder mehr Kalorien verbrennt und dadurch natürlich du auch wieder etwas mehr Kalorien essen kannst. Also ich zum Beispiel habe über längeren Zeitraum mich natürlich auch mal unterkalorisch ernährt in der Diät und habe es so gemacht, dass ich meinem Körper jeden zweiten Tag so viel gegeben hat, wie er tatsächlich auch verbraucht. Also das habe ich ja errechnet. Das heißt, ich habe da mehr gegessen und an dem anderen Tag, der darauf folgt, habe ich unterkalorisch gegessen. Insgesamt komme ich dann auf ein Defizit nach einer Woche, also auf weniger Kalorien, die ich zuführe und mehr, die ich verbrenne. Und dennoch habe ich nur jeden zweiten Tag unterkalorisch gegessen.
Das ist zum Beispiel eine Methode, um den Stoffwechsel auch etwas mehr in Schwung zu halten und nicht in so eine, ja, in so eine zu starke Diät zu rutschen. Tim, danke. Thomas, vielleicht angrenzend dazu, von deiner Seite aus nochmal Stellung auch zum Info von der Britta, weil die nimmt ja das ein bisschen auf, was der Tim gerade eben schon gesagt hat. Ich wiederhole einmal, man sollte nicht weniger als den Grundbedarf an Kalorien aufnehmen. Zusätzlich, um nicht in den Sparmodus zu verfallen, sollte man sich immer wieder einen Tag gönnen, an dem man die volle Menge an Kalorien, mit der man sein Gewicht halten würde, zu sich nimmt. Kurz noch ergänzend dazu kam gerade, um ein Kilogramm an Fett zu verlieren, muss im Schnitt etwa eine Menge von 700 Kilokalorien eingespart werden. Thomas, vielleicht bringst du das nochmal in einen Rahmen. 7000. Also 7000 Kalorien. Also die Britta, was die Britta schreibt, das ist auch das, was man häufig liest. Nur man muss eins ganz klar sehen, das trifft nicht bei jedem zu. Man muss einfach die Form herausfinden, die einem gut tut. Das heißt also, es gibt Menschen, die machen einen sogenannten Cheat Day, wo sie also mehr Kalorien essen an dem einen Tag, als sie brauchen. Aber der Rest der Woche ist so stark reduziert, dass sie trotzdem am Ende der Woche ein kalorisches Defizit von 3500 Kalorien, sprich 500 Kalorien am Tag haben. Es gibt, die können das sehr gut, andere, denen fällt das wieder schwer, weil sie direkt wieder in ihre Verhaltensmuster reinfallen und dann so ein bisschen rumtippen. Hier könnte man vor allem mal schauen, wie ist die Qualität von dem, was du isst. Zum Beispiel, ich gebe mal ein schönes Beispiel. Wenn man Brot isst, wenn man irgendwelche Fleischprodukte, Eier isst zum Teil, dann kann es sein, dass dein Omega-6-Fettsäurenanteil, dass der höher ist als das Verhältnis von 5:1 zu Omega-3. Und wenn man dieses Verhältnis optimiert, das heißt Omega-6-Fettsäure reduziert, Omega-3-Fettsäure erhöht, dann wirkt die Omega-3-Fettsäure, die wirkt wie so ein kleiner Turbo-Booster und du kannst damit den Grundumsatz um ca. 100 bis 150 Kalorien erhöhen. Das ist das eine, was du machen kannst. Das zweite, was du machen kannst, ist, du kannst durch Training, durch Intervalle, durch hochintensive, kurzzeitige Intervalle, kannst du es schaffen? Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, um zu sagen, das ist für dich geeignet, ich kenne dein Trainingsniveau auch nicht, dann wäre das auch eine gute Möglichkeit, den Stoffwechsel, wenn der so ein bisschen festgefahren ist, nochmal zu brechen, also nochmal aufzubrechen, damit er wieder anfängt zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann. Was auch funktioniert manchmal ist, dass man sagt, okay, ich habe ja jetzt, man hat so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du hast deine 20, 24 Mahlzeiten, die du immer wieder wechselst, alle 14 Tage, sage ich jetzt mal, dass man dann einfach mal sagt, man ernährt sich einfach mal anders. Das heißt also, du nimmst dir ein Buch, wo Gerichte drin sind, die sehr nährstoffreich sind, aber energiearm, zum Beispiel jetzt nur mal Beispiel, Logi-Ernährung oder Low-Carb-Ernährung oder Flexi-Carb-Ernährung und versuchst dich mal so zu ernähren über eine Woche und dann schaust du mal, was der Stoffwechsel dann macht. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man da immer wieder drauf achtet. Ansonsten, wie gesagt, ist es immer schwierig, generell sagen, das ist die Empfehlung. Ne? Also ich persönlich, ich kann sehr gut mit Low-Carb-Ernährung umgehen. Das intermittierende Fasten ist für mich kein Problem. Das heißt, wenn ich mittags um 2 Uhr das erste esse, dann ist das für mich auch nicht schlimm. Das heißt aber nicht, dass das bei dir zutrifft. Es kann sein, dass du sagst, ich brauche ein Frühstück. Wenn ich kein Frühstück habe, dann funktioniert das nicht. Und wir dürfen nicht nur die Zeit des Abnehmens sehen, sondern wir müssen ja mal sehen, wie willst du in 2, 3 Jahren sein? Wie willst du in 10 Jahren sein? Das heißt, wir müssen versuchen, dir Empfehlungen zu geben, wo du langfristig deine Ernährungsgewohnheiten, deine Verhaltensweisen umstellen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, dir fehlt was. Das ist eigentlich der Trick bei der Geschichte. Und da müssten wir mehr Informationen haben. Das wäre dann echt super. Thomas, ich denke, ich,
Ich denke, du hattest eine Sache richtig gesagt. Du musst gucken, was zu dir passt. Ich meine, gerade beim Thema Ernährung, ja. Ich beschreibe das immer ganz gern mit den Himmelsrichtungen. Man hat einen Weg, der führt in den Norden, man hat einen Weg, der führt in den Süden, man hat einen Weg, der führt in den Westen und es führt auch einen Weg in den Osten. Und alle Wege haben sicherlich was für sich und können funktionieren für den jeweiligen Individuum. Aber man sollte für sich die verschiedenen Wege eben kennen und seine Informationen ziehen und irgendwo das in der Mitte für sich bündeln, ne, im Zentrum, sodass man sagt, ey, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das tut mir gut, weil die Britta schreibt hier folgerichtig, Sportler sollten vor ihren Wettkämpfen aber vielen Kohlenhydrate essen. Ja, absolut. Ja, das kommt halt natürlich immer wieder auf das Ziel drauf an, was möchte ich mit der Ernährung erreichen. Ja, wir haben es aus den vorherigen Webinaren schon mal gesehen, da wurde es auch schon oft zitiert, dass ich ja im Bereich Triathlon unterwegs bin, auch im Bereich Ironman und selbstverständlich macht man dort über eine Woche hin Carboloading. Ja, also da geht es nur ans Essen, Essen, Essen. Würde das jemand machen, der grundlegend abnehmen will, dann hätte der ein ganz anderes Thema. Also er könnte jetzt nicht jeden Tag sich ausschließlich von Kohlenhydraten ernähren, natürlich auch Gemüse und ein gewisses Art von Fett und Protein darf da nicht fehlen, aber überwiegend ist man ja da im Bereich Kohlenhydrate unterwegs, um da einfach seinen Speicher voll zu haben. Und dann geht es ja weiter, während dem Wettkampf führt man die wunderschönen Gels zu sich in hochkonzentrierter Form und in einer hohen Masse, die sicherlich nicht das Gesündeste sind, aber ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube, da muss man einfach differenzieren, wo möchte die einzelne Person eben hin und was ziehe ich mir für Informationen raus für mein individuelles Ziel. Und ich glaube, was viele, viele Leute beschäftigt, es geht jetzt wieder an Weihnachten, wir werden richtig gut essen, vielleicht fällt das alles dieses Jahr Corona-bedingt ein bisschen schmaler aus, heißt aber nicht, dass man vielleicht für sich zu Hause sagt, ey, dann mache ich es mir jetzt einfach schön und wir kochen einfach mal richtig 3 Tage und lassen es uns gut gehen. Aber irgendwo in dem Kosmos, auch mit den guten Vorsätzen, geht es ja dann wieder in Januar und man sagt sich, man hinterfragt sich, will ich denn so weiterleben oder will ich jetzt mal grundlegend etwas bei mir ändern? Und dann geht es eben darum, was ändere ich? Und ich glaube, da bieten gerade unsere Webinare, diese Informationen, bieten da so mal eine sehr, 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 sehr gute Grundlage, um Informationen zu saugen. Und dann kann ich einfach nur anbieten an alle unsere Mitglieder, da mal im Rahmen von einem 1:1 Online-Ernährungscoaching, was wir ja auch bei uns machen, individueller zu werden. Ja, danach wirklich mal ein Ernährungstagebuch zu führen, um sich mal überhaupt klar zu machen, was nehme ich tagtäglich zu mir? Weil ich würde mal behaupten, Tim, du hast schon mehr Ernährungscoachings gemacht als ich, aber ich glaube, meine Hypothese ist, die Leute können sich gar nicht daran erinnern, was sie eigentlich den ganzen Tag gegessen haben. Ja? Und da läuft mal kurz hier an der Kaffeetheke im Büro, vielleicht jetzt nicht mehr so, vielleicht im Homeoffice an der eigen aufgebauten Kaffeetheke, läuft da mal schnell eine Schokolade oder mal ein Gummibärchen rein. Tim, wie siehst du das? Ja, das ist genau richtig. Deswegen haben wir ja bei dem Prime Body auch Ernährungstagebuch, was halt geführt werden muss, um sich einfach mal vor Augen zu halten, was man isst. Denn oft sind auch diese Kleinigkeiten halt gerade die Sachen, die oft recht viele Kalorien haben. Ob das jetzt ein bisschen Kekse zum gesüßten Kaffee oder so ist oder sonstiges. Was ich immer festgestellt habe, es ist jetzt ein Erfahrungswert, das ist auf jeden Fall, wenn jemand wirklich abnehmen möchte, dass man dann natürlich erstmal grundlegend, wie du sagst, sein Verhalten ändern muss. Aber dass man nie von seine ganzen Gewohnheiten von 0 auf 100 ändern sollte. Ja, weil dann kommt irgendwann der Jojo-Effekt, dass man zum Beispiel isst man täglich sein Nutella-Brot. Ja, vielleicht ist das das Laster, was man hat, ja. Und jetzt lässt man das von einem auf den anderen Tag komplett weg. Dann wird irgendwann der Rückfall kommen, dass man sich dann 20 Nutella-Brote halt reinhaut, nach 3 Monaten oder so, weil man einfach so viel Lust da wieder drauf hat. Und deswegen finde ich die Möglichkeit, über diesen Cheat Day, wie man ihn auch nennt, oder Tag, wo man sich einfach ein bisschen mehr gönnt oder so, zu arbeiten, finde ich persönlich immer eine sehr gute Möglichkeit. Und ich mache das schon ganz lange so. Und ich kasteie mich unter der Woche nicht selbst, aber ich weiß halt am Samstag oder am Sonntag, da gönne ich mir mehr als in der Woche und auch mal ein paar ungesunde Sachen. Wirklich, wo ich auch definitiv schon weiß, dass sie ungesund sind, aber halt sehr, sehr lecker. Ja.
Das Tim, ist so mein bei Punkt. Mir ist es nicht das Nutella-Brot, sondern das Ovomaltine-Crunch-Brot. Das liebe ich für Ovomaltine ist auch echt bös lecker. Und aber, das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber ich will eine Sache kurz zwischen rein, Tim, wenn ich darf, weil du hast es entscheidend angesprochen. Ich glaube, da spreche ich für euch beide. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch bin. Aber wir sind keine Befürworter von Diäten, die heute beginnen und 2 Wochen dauern, sondern wir sind ganz klare Verfechter, dauerhaft sein Verhaltensmuster zu ändern auf eine gesunde Lebensweise, die zu mir als Individuum passt. Und wie man da hinkommt, das ist ein Weg, da muss man testen, probieren, lernen, für sich Lehren ziehen und dann langfristig das Thema umsetzen. Genau. Und absolut keine Fans davon, die Brigitte Ananas oder Apfeldiät anzustreben, die eine Woche geht oder sonstiges, sondern wirklich eine dauerhaft gesunde, ausgewogene Ernährung für einen persönlich. Genau, und eine Sache ist vielleicht noch wichtig, bevor Thomas zur Beantwortung von Britta kommt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz entscheidend. Niemand nimmt an einem Tag wirklich entscheidend viel zu, sichtbar viel zu. Und auch niemand nimmt an einem Tag sichtbar viel ab, egal was ihr an diesem Tag macht. Ja? Und wenn ihr an dem Tag euch alles reinhaut, was der Kühlschrank zu bieten hat, dann werdet ihr trotzdem nicht 1 Kilo Fett oder sowas in der Größenordnung zunehmen können. Nicht so viel, dass ihr es wirklich sichtbar vor euch habt. Was ihr natürlich da zunehmen könnt, ist vielleicht der Wasseranteil und ein bisschen Wasser, was man mehr einlagert und so weiter. Aber Fett wird man nicht in einem Tag und dünn wird man auch nicht in einem Tag. So viel nochmal zu den Weihnachtsfeiertagen, wenn man sich da mal über 2 was gönnt. Ja, da gibt es ja eine einfache Rechnung. Ich muss ja nur jeden Tag 30 Kalorien mehr essen. Und dann summiert sich das ja übers Jahr hinweg und nimmt 3-4 Kilo zu. Also so viel muss das gar nicht sein. Zur Britta möchte ich noch mal kurz was sagen, weil die ja gerade die Dachwerte, also die Richtwerte der deutschen Gesellschaft, der österreichischen und schweizerischen Gesellschaft hier so verfechtet. Es gibt unterschiedliche Ernährungsgesellschaften, es gibt unterschiedliche Ernährungsrichtlinien. Wenn es um Gewichtreduktion geht, wenn es um gesunde Ernährung geht, gibt es groß angelegte Studien von der Harvard-Universität. Es gibt die Successful Losers, das ist eine große Datenbank in Amerika, die über 7 Jahre jetzt schon läuft, die also da unterschiedliche Untersuchungen zu diesen Ergebnissen hat. Deswegen, ich würde das nicht so dogmatisieren, sondern man muss da auch mal vielleicht über den Tellerrand rausschauen und sehen, was es da für verschiedene Effekte gibt. Wichtig ist auf jeden Fall die Qualität der Lebensmittel, die wir zuführen und natürlich auch der Tim und auch der Michael hat das schon gesagt. Ernährungsumstellung besteht immer aus 3 Säulen. Einmal aus der Ernährung natürlich, dann ganz klar aus Bewegung und natürlich auch aus einer Verhaltensveränderung. Und deswegen muss eine Ernährungs- oder soll eine Ernährungsumstellung soll für einen umsetzbar sein. Sie soll Lust auf Bewegung machen und wie gesagt, man muss sich konditionieren oder dekonditionieren in seinem Verhalten. Und dazu ist natürlich eine Ernährungsberatung immer sinnvoll. Auch hier gibt es Studien dazu. Reine Ernährungsberatung hat nicht den gleichen Effekt, bei weitem nicht den gleichen Effekt, wie wenn da gleichzeitig auch Verhaltensveränderung mit angesprochen wird. Deswegen macht es Sinn, Begleitung sein. Also ja, auf jeden Fall begleiten zu lassen, jemanden an der Hand zu haben, der nicht einfach nur mal sagt, jetzt machst du das so und so, sondern die Kombination aus einer Ernährungsstrategie und einem ganz klaren Trainingsstrategie auf einzubringen und da jemanden an der Seite zu haben, der immer wieder bei mir dabei ist, dass sich bei mir überhaupt diese Alltagsmuster gar nicht mehr zurück einschleichen. Und du hast eine Sache gesagt, gute Lebensmittel zu kaufen. Ich denke, in letzter Vergangenheit, da gab es sehr, 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 sehr viele Lebensmittelskandale, Schlachtskandale und wir haben das alles gehört. Und ich glaube, dass das schon zum Umdenken bringt in der kompletten Gesellschaft, ja, mal wieder auf den Markt zu gehen, eigene Produkte zu kaufen, ländliche Produkte zu kaufen. Ich sag ja nicht nur bewusst Bioprodukte, sondern einfach ein Qualitätsansehen und ein Qualitätsbewusstsein entwickeln und nicht immer nur nach dem Schnäppchenpreis zu gehen, wo kriege ich jetzt das günstigste Hackfleisch her oder wo kriege ich die günstigste Wurst oder das günstigste Steak, sondern einfach zu sagen, hey, wenn ich das mache, dann will ich meinem Körper, was ja auch für mich das Wichtigste ist, dem auch den richtigen Diesel und den richtigen Benzinstoff geben, wie ich es vielleicht meinem Sportwagen machen würde. Ja,
Ich habe dann noch eine Frage von der Astrid. Da geht es um die Gewürze, zum Beispiel Chili, ne? Also es gibt ja die sogenannten Fettbooster. Und wenn man da mal reinschaut, was ist in diesen Fettboostern da drin? Und dann sieht man, da ist Chili drin, da ist Pfeffer drin. Das sind also Gewürze drin, die anregen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt mal aus dem ayurvedischen Bereich nimmt, gibt es unterschiedliche Ernährungstypen. Die haben ja drei unterschiedliche Typen. Und je nachdem, wenn du dann scharfe Sachen isst, kann das sein, dass das für dich gerade kontraindiziert ist. Und die Schärfe an sich, die reicht jetzt nicht aus, einen Überschuss von 100 Kalorien abzubauen und reicht auch nicht aus, um jetzt Wunder zu wirken. Aber es ist marketingtechnisch natürlich immer super, wenn wir die eierlegende Wollmilchsau verkaufen. Das heißt also, mit weniger Bewegung mehr erreichen. Leider ist dem aber nicht so, weil der Stoffwechsel unser Software oder unser Hardware-Paket, unser Betriebssystem, das ist seit 40.000 Jahren hat sich das kaum verändert. Da gab es ganz kleine Updates, aber nicht wie beim Handy, dass da jeden Tag ein neues Update kommt, sondern ganz geringe. Und das dauert jetzt wieder ewig, bis diese Betriebssysteme sich daran angepasst haben. Darum kommen wir um die Bewegung einfach nicht rum. So ein Mittel, davon kann man sich keine Wunder versprechen. Ich habe da vor kurzem noch ein paar Studien drüber gelesen. Da waren die Effekte waren so bei null bis überhaupt nichts. Also wie gesagt, schade ums Geld. Lieber das Geld, wie der Michael gesagt hat, in bessere Nahrung, in regionale Lebensmittel investieren, hast du mehr davon. Thomas, ich nutze gern Safran als Gewürz. Das finde ich richtig klasse. Wenn es dir gut schmeckt, top. Als Beispiel. Es gibt Gewürze, die im Winter sehr interessant sind. Wärmende Gewürze. Da gehört Zimt dazu, da gehört Ingwer dazu, Kurkuma gehört dazu. Das sind Gewürze, die wärmend auf den Organismus wirken. Wenn man jetzt zum Beispiel Tomaten, Mozzarella und Basilikum isst, das ist eher was Kühlendes, ne? Deswegen isst man das auch lieber mal im Sommer und nicht so gerne im Winter. Das heißt, man kann damit gewürzen, kann man so ein bisschen energetisch sich so ein bisschen aufbauen. Und da ist man schon so in der traditionellen chinesischen Medizin dann plötzlich zu Hause. Genau, und dann werden noch viele Booster im Übrigen angeboten, wo oft grüner Tee-Extrakt drin ist oder Koffein. Da sollte man sich auch nicht von verführen lassen. Der Kalorienverbrauch wird durch kleine Mengen Koffein jetzt nicht auf wundersame Weise plötzlich tierisch angekurbelt, dass man da hunderte von Kalorien mit spart. Das sind ganz, ganz winzige Effekte. Und da sollte man sich auf gar keinen Fall drauf verlassen oder das als Fettburner benutzen, um Fett zu verbrennen, obwohl man seine Lebensumstände nicht ändert. Das sind immer nur die i-Tüpfelchen sozusagen auf einer schon bewussten Ernährung. Und es sind immer die einfachen Lösungen, die vergleichsweise die verlockend sind, ja, und auf die sich natürlich auch die Medien stürzen. Denn eine Lösung, die All-in-One ist, das heißt eine Lösung, wo man abnimmt, wo man plötzlich eine bessere Haut kriegt, mehr Muskeln aufbaut, alles toll ist, wenn es da so ein Produkt gäbe, ja, dann wäre derjenige, der dieses Produkt hätte, Multimilliardär und alle würden dieses Produkt nehmen. Das gibt es halt nun mal einfach nicht. Und einfach ist so gut wie nichts im Leben, was sich lohnt. Ja, und von daher sollte man da auch immer schauen, dass man erstmal das große Ganze ändert. In dem Sinne sind es die Lebensgewohnheiten. Und dann noch die kleinen i-Tüpfelchen dazu ergänzen kann, wenn man das möchte. Tim, Stichwort von dir, einfach ist nichts im Leben. Der Rainer würde gern 2 bis 3 Kilo zunehmen. Finde ich auch mal eine spannende Sache. Hat man ja ganz selten, dass Leute zu einem kommen und wirklich sagen, hey, ich will jetzt hier zunehmen. Ich nehme mal an, du willst deine Muskulatur zulegen, Rainer. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Und Tim, vielleicht kannst du da auch nochmal dem Rainer Tipps dazu geben oder auch nochmal seitens von dir nachfragen, wenn du noch mehr Informationen benötigst. Ja, sehr gerne. Also zunehmen finde ich immer sehr, sehr spannend. Da bin ich gerade auch dabei. Ja. Denn wer Muskeln aufbauen will, der braucht halt auch einen leichten Kalorienüberschuss, um halt konsequent, vernünftig Muskeln aufbauen zu können. Gut, Rainer, du willst zunehmen. Das heißt, ich denke mal, du treibst ja auch, wenn du Mitglied bei uns bist, regelmäßig Sport. Das ist natürlich auch noch eine Sache, wo du einen erhöhten Kalorienbedarf dann hast. Zunehmen kannst du natürlich sehr gut über Kohlenhydrate, das heißt über die Erhöhung deiner Kohlenhydratmenge, die du isst.
Proteine hatten wir auch schon bei dem Webinar, wo es um Proteine ging, sollten natürlich nicht in Übermaßen zugeführt werden, weil irgendwann die Niere dann auch viel zu tun hat mit dem Ausscheiden und mit dem Verarbeiten der Proteine. Das heißt, der Proteingehalt, der sollte schön stabil sein. Und die Kohlenhydrate kann man aber bedenkenlos dann, wenn man zunehmen möchte, erhöhen. Allerdings sollte man dort nicht sagen, dass man jetzt mehr Haushaltszucker futtert, also mehr Kekse oder so, sondern man sollte über komplexe Kohlenhydrate erhöhen. Auch sollte man nicht über Weißmehl erhöhen. Überhaupt über viel verarbeitete Produkte, weit verarbeitete Produkte, sollte man möglichst nicht die Kalorien erhöhen. Als Beispiel könnte man Kalorien sehr gut über Reis, über Gemüse erhöhen, die Kohlenhydrate über Reis und Gemüse erhöhen. Was auch in Ordnung ist, sind noch ein paar Vollkornprodukte, die man noch ergänzen kann. Und natürlich kann man auch noch ein bisschen das Obst, die Obstaufnahme erhöhen. Aber da muss man wiederum aufpassen, dass man das nicht zu weit treibt. Denn das Obst enthält ja auch viel Fructose. Und davon sollten wir auch nicht zu viel zu uns nehmen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, das ist natürlich mehr Fette. Wenn man mehr gesunde Fette isst, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was gesunde und nicht gesunde Fette sind, dann kann man da sehr, sehr gut drüber zunehmen, denn ein Gramm Fett hat 9,3 Kalorien und ich esse also 10 Gramm Fett und habe das Doppelte an Kalorien gegessen, wie mit 10 Gramm Kohlenhydraten und 10 Gramm Eiweiß. Also der Fettanteil, den sollte man erhöhen und wo wir gerade die Nüsse angesprochen haben, das ist das perfekte Kraftfutter. Also wenn du regelmäßig viele Nüsse isst, dann hast du viel Nährstoffe, viel Protein, viel Kalorien und ist eine super Sache zum Zunehmen. Tim, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen an den Rainer. Thomas, zwei Dinge, die sich zusammenführen, ist zum einen von der Mayram und von der Elena. Da geht es ums Thema selbstgemachte Shakes. Zum einen sagt die Mayram, kann man vorm Schlafen gehen selbstgemachten Shake trinken, um mehr Kalorienbedarf aufzunehmen. Das wäre für diejenigen ideal, sozusagen, die zunehmen wollen. Und die Elena hinterherum, sind denn Proteinshakes sinnvoll und eine gute Ersatzquelle für Nicht-Fleischliebhaber? Thomas, vielleicht bringst du das nochmal auf einen Nenner und fügst es zusammen für alle. Okay, ich fange mit der Elena an. Ja. Elena, wenn du deine Eiweißquelle, deinen Proteinanteil über die natürliche Nahrung schon zugefügt hast, dann bist du ja schon mal sicher. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, die Überlegung ist, für was möchtest du diesen Proteinshake nehmen? Möchtest du den nehmen, damit du den Eiweißanteil noch ein bisschen erhöhst? Vorteil ist, wenn du den Eiweißanteil ein bisschen erhöhst, dass du längere Sättigung erreichst, wäre beim Abnehmen wieder interessant. Und dann könntest du das anstelle einer Mahlzeit, könntest du dann einen Proteinshake trinken. Vor allem, wenn du ja sagst, du isst nicht gerne Fleisch, ist dann wichtig zu wissen, magst du kein Fleisch oder isst du kein Fleisch, weil du Vegetarier bist? Weil wenn du sagst, ich will nicht, dass Tiere getötet werden und so weiter, dann ist das ja verständlich, dass man nicht auf eine Proteinquelle aus fleischlicher Basis zurückgreifen möchte. Ansonsten ist natürlich so ein Shake ein guter Ersatz. Das ist, man sagt immer, Supplementierung, Zusatznahrung. Ne? Ersatz heißt nicht Hauptfutter sozusagen. Das heißt, man kann das ohne weiteres mal einsetzen. Wenn du jetzt sagst, ich habe noch nicht genügend Eiweiß heute gegessen, dann kann ich das mit einem Shake ergänzen. Der Tim, der hat vorhin noch was gesagt zu dem Rainer, der zunehmen wollte. Und dann war noch die Frage mit den selbstgemachten Shakes. Die Frage, Miriam, ist, was ist in diesem Shake drin? Und was möchtest du mit diesem Shake vor dem Schlafengehen bezwecken? Möchtest du eine Gewichtszunahme oder möchtest du einfach nur eine Sättigung erreichen? Die Frage ist immer, soll man mit vollem Magen schlafen gehen? Ne? Man muss sich immer vorstellen, der Körper, der fängt an zu regenerieren, die Magenschleimhaut, die fängt auch an sich zu regenerieren. Und wenn du jetzt natürlich vor dem Schlafen gehen, ich gehe um 12 Uhr schlafen, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, du würdest das auch so machen, würdest dann um 12 Uhr noch mal was trinken, ist nicht unbedingt sinnvoll. Da kann man sich überlegen, ob man das ein paar Stunden vormacht. Ein paar Stunden vorm Schlafengehen ist wesentlich effizienter. Thomas, wichtig geht wäre um Gewichtszunahme. Gewichtszunahme. Also, wenn es vor dem Schlafen. Genau. Wenn es um Gewichtszunahme geht, also die Leistungsbodybuilder, die machen das sehr gerne, dass sie abends vorm Schlafengehen noch ein Caseineiweiß trinken. Caseineiweiß ist ein
ist ganz billiges, ganz einfach herzustellen. Du nimmst einfach einen Becher Quark, einen ganz normalen Quark, von mir aus 20% Fett in der Trockenmasse, die ganz billigen Becher, die es gibt. Dann nimmst du Bitterschokolade, Kakao, also das Pulver, machst da einen Messlöffel, machst einen Teelöffel voll von diesem Kakaopulver ran, schüttest das mit Wasser auf, kannst das im Shaker mischen, hast das günstigste Caseineiweiß der Welt, hast durch die Bitterschokolade auch nochmal viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, da bist du top versorgt. Also das, da kann man dann eine gute Antwort drauf geben. Ansonsten immer wieder Zwischenmahlzeiten. Mit Zwischenmahlzeiten kann ich immer noch mal genau das Gegenteil erreichen, was man beim Abnehmen möchte. Ich kann dafür sorgen, dass ständig immer wieder Insulin ausgeschüttet wird und immer wenn Insulin ausgeschüttet wird, wird der Aufbau wieder gefördert. Aber wie gesagt, 500 Kalorien Überschuss beim Zunehmen, mehr sollte man nicht zuführen. Wenn man dabei nicht zunimmt, dann muss man mal schauen, warum. Da gibt es dann nochmal so ein paar individuelle Rechenmodelle, wo man sich das Ganze anschauen kann. Und dann da ist eine individuelle Ernährungsberatung natürlich immer das Beste und die bieten wir ja auch an. Thomas, nochmal von der Elena ergänzend. Sie isst einfach generell wenig Fleisch, möchte aber genügend Proteine zu sich nehmen. Macht neben der Diät also regelmäßig Sport und ganz klar, es geht um Muskelaufbau. Ja, dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall kannst du Eiweißshakes ohne weiteres zuführen. Wichtig ist, regelmäßig durchchecken lassen, wie dein Eisenanteil ist, weil Fleisch hat ja auch Eisen, enthält viel Eisen, das sehr gut aufgenommen werden kann, damit du dort nicht in Defizit reinkommst. Durch die Shakes, die sind meistens mit Vitaminen angereichert. Das sind natürlich jetzt nicht Vitamine, wie sie aus dem Wald wachsen so ungefähr, sondern das sind meistens künstlich hergestellte Vitamine. Da gibt es auch einige Untersuchungen, dass die ein bisschen unterschiedlich auf den Körper wirken. Aber da hast du auch gleichzeitig Vitamin B12 und die Vitamine, die auch im Fleisch vorhanden sind, hast du da mit drin. Also als Ergänzung, als Ausgleich würde ich das befürworten dann, ja. Thomas, ganz herzlichen Dank soweit von deiner Seite. Ganz herzlichen Dank, Tim, von deiner Seite. Und Marian sagt noch, Casino habe ich nicht vertragen können. Ich mache den Shake mit Nüssen, Sonnenblumenkern, Kakao, Banane und Milch. Aber auch nochmal ein herzliches Dankeschön von ihrer Seite aus. Ich habe meine Uhr gerade eben geprüft. Wir haben 19.02 Uhr, so schnell gehen 62 Minuten. Thomas, vielleicht machst du noch ganz kurz das Mikro aus, weil ich habe noch eine Rückkopplung. Und so schnell gehen 62 Minuten rum, waren heute wirklich ein reger Austausch, gemixt aus Fragen und noch ganz vielen Anmerkungen zu dem Fachthema. Also das hat uns sehr gefreut, dass wir da sehr viel Bewegung hatten in unserem Chatfenster. Und Tim, Thomas, ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Ausführungen, auch für die Fragen. Ich bin mir sicher, unsere Mitglieder und auch die Fans von Primetime Fitness, die freuen sich schon wieder auf das nächste Webinar. Und das bringt mich auch abschließend dahingehend, dass ich euch nochmal mit auf die Reise nehme. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in den nächsten drei Webinaren aus? Ich würde euch das einmal hier unten auch entsprechend im Chat nochmal mit dazu bringen. Es geht nämlich schon diese Woche weiter, am Mittwoch, den 2.12. mit einem sehr spannenden Thema und zwar einem Darmreset, auch einer Darmsanierung genannt. Da haben wir den Daniel Reheis mit dabei, ein Experte von unserem Kooperationspartner Artgerecht. Also auch das wird eine richtig tolle Sache. Dann treffen wir uns in dieser Runde wieder am Montag, den 7.12. Und da geht es dann um das Topic-Thema Mikronährstoffe, Entschuldigung, also da auch langsam nimmt unsere Reihe an Ernährungswebinaren da sozusagen Form an. Und dann noch das dritte Webinar, wieder folgend am 9.12. Auch hier haben wir zwei Doktoren mit am Start. Da geht es ums Thema Chirurgie versus Osteopathie, also mal verschiedene Herangehensweisen mit dem Herr Dr. Michael Lehnert und dem Herr Dr. Dennis Schaffhauser. Also da auch wirklich vom Line-up her richtig, richtig toll. Ich danke euch, lieben Mitgliedern, dass ihr mit dabei wart über die Stunde. Ich habe gesehen, die waren auch wirklich hier alle von Anfang bis Ende hier immer mit dabei. Das war wirklich richtig, richtig toll. Der ein oder andere, der nochmal nachhören möchte, sich vielleicht auch nochmal vergewissern möchte, für den es zu schnell geht. Ab morgen ist das Webinar auch wieder auf unserem YouTube-Kanal
online, sodass ihr das auch nachträglich nochmal anschauen könnt, wie übrigens alle anderen Webinare auch. Also das ist immer mit dabei. Wir wollen, dass ihr das für euch habt und davon auch lernen könnt. Und das ist auch eine Sache, die Corona positiv hatte. Wir hatten nämlich eine Chance gesehen, euch da Tipps zu geben rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, Sport und auch Fitness und vor allen Dingen das Training. Und wir führen das auf jeden Fall fort, das ist mein Versprechen, sodass wir da wirklich zweimal in der Woche mit euch in die Interaktion gehen, mit zwei unterschiedlichen Formaten, heute interaktiver mit euch, am Mittwoch eher der Talk, wo ihr zuhört, aber natürlich auch jederzeit die Möglichkeiten habt, Fragen hier im Chat zu stellen. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass ihr sportlich aktiv bleibt, dass wir jetzt die Zeit nutzen, so wenig wie möglich Muskulatur zu verlieren. Wir haben ein umfangreiches Angebot. Der Newsletter an unsere Mitglieder geht auch heute wieder raus, was auch Kompensationsmöglichkeiten wieder sind für den kommenden Monat. Wir brauchen da jegliche Unterstützung und vor allen Dingen sind wir auch unterstützend für euch zu Hause mit am Start und vielleicht sogar schon näher, als ihr euch vorstellen könnt. Seid gespannt auf den nächsten Newsletter. Da sind nämlich tolle News mit dabei, wie man Wege und Mittel findet, euch das Training zu ermöglichen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt abschließend einen ganz, ganz, ganz tollen Abend, einen tollen Start in die Woche. Bleibt beweglich, bleibt sportlich und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut zusammen. Ciao.